Hi! So, ein neues Video von mir. Ihr seht, wir werden Kreuzstecken heute, aber bevor wir das machen, will ich euch meine AliExpress-Ausbeute zeigen. Ich habe doch immer 28er Nadeln gesucht. Ich habe sie jetzt endlich gekriegt. Für kleinere CTs ist es einfach 28er Nadeln wesentlich besser. Ja. Ja, 28er Nadeln. Dann habe ich mir so einen Fingerhut gekauft, weil ich habe festgestellt, durch die durch diese schweren Stoffe geht es schwer durchzudrücken mit dem Finger und ich habe hier immer so, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich werde jetzt mal ganz kurz das Licht anmachen. Ich habe hier immer so, seht ihr es? Da platzt mir immer die Haut ab, weil ich da immer die Nadel durchdrücke. Und ich will das jetzt hier einfach mal ausprobieren, ob das was ist oder nicht. Er passt sich auf jeden Fall perfekt dem Finger an, muss ich sagen. Gut, meine Fingernägel sind ein bisschen lang. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Ich probiere das heute auf jeden Fall mal aus. Ich werde das mit euch so sticken. Jetzt brauchen wir das aber nicht, weil ich habe hier auch noch zwei schöne Needlemeiter mir dazu besorgt. Ich habe die gesehen und gesagt, oh, muss ich haben. Ja, ich habe sie. Es ist immer schrecklich, wenn man in AliExpress durchguckt. Ihr seht da, es ist echt schön, sieht wirklich gut aus. Können Sie ja mal an den Stoff heften. Hopp. Und mal die Nadel dran kleben. Jupp. Das funktioniert einwandfrei. Sehr, sehr schön. Ich fand es einfach niedlich, deswegen habe ich es mir besorgt. Ich glaube, hat auch nicht viel gekostet. Ich glaube, 2 oder 3 Euro. So, dann habe ich noch einen schönen Needlemeiter, da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Und zwar diese schöne kleine Eule. Ist die nicht hübsch? Sie ist wunderschön, finde ich. Die war ein bisschen teurer. Man sieht es auch, dass die auch aus Metall ist. Wir probieren es jetzt auch gleich mal am Stoff, weil ich finde sie etwas klein, aber wir werden jetzt gleich mal sehen, ob das funktioniert. Ja, also es funktioniert einwandfrei, hält. Ich fand die so wunderschön mit diesen Strasssteinen da drin. Ja. Mit diesen Strassstein da drin. Ich finde das sowas von wunderschön. Und deswegen habe ich sie mir besorgt. Ich brauche aber beim Vordruck keine Needleminder. So, wir werden das jetzt mal ausprobieren mit dem Fingerle. Mal sehen, ob das was bringt. Wir werden sehen. Es ist schon ein bisschen komisch, weil du musst ja auch das Gefühl für die Nadel kriegen, ne? Hoppla. So. Ja. Also von unten brauche ich es eigentlich nicht, aber wenn ich es wieder brauche, dann brauche ich, dann ist es im Dorf. Hundertprozentig. So. Wir werden jetzt ein bisschen sticken zusammen. Ich werde das jetzt fokussieren, dass ich immer in der gleichen Höhe bleibe und es nicht andauernd in der Autofokus geht. Und den wünsche ich euch allen und mir viel Spaß beim Sticken, oder? So, der Autofokus ist drin. Ihr seht nicht viel von dem Bild. Ich will das auch nicht, weil ich habe schon ein bisschen dran weiter gestickt. Das ist wieder so ein Stickzangi-Ding. Und ja. Ja, ich habe ja gestern der vorgestern der Stickliesel geholfen, wie man denn die Knubbel aus den Leinstoffen kriegt. Und ich habe sehr viel Zuspruch gekriegt, dass sie es toll finden, dass ich da so schnell reagiert habe. Ja. Danke.
Aber für mich ist das selbstverständlich, weil ich habe sie auch schon ab und zu mal was gefragt. Und sie hat mir dann meistens per E-Mail zurückgeschrieben und hat mir geholfen. Und es ist für mich ein Geben und ein Nehmen. Und so sollte es eigentlich auch sein, finde ich. Und deswegen war das für mich das Video selbstverständlich, dass ich das für sie mache. Außerdem wisst ihr jetzt auch, wie ihr mit Laien umgehen könnt, wenn ihr solche Knubbel drin habt. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Oder findet ihr nicht? Ich habe es bis vor kurzem auch nicht gewusst, diese Knubbel aufkriegt. Aber mir hat jemand geholfen, der mir gezeigt hat, oder gesagt hat, wie das ungefähr funktioniert. Und ja, das war die Eevee Spirit of Color. Die hat mir geholfen. Wie geht's mir? Mir geht's gesundheitlich ziemlich gut. Das Physio hilft sehr. Ich kriege mein Bein jetzt von 40 Grad ungefähr jetzt auf so 55, 60 Grad hoch. Dann fangen die Schmerzen wieder an. Und ja. Mal sehen, wie weit wir diese Woche kommen. Ich habe ja heute mein Physio gehabt. Heute ist Montag übrigens bei mir. Und ja. Montag, Dienstag. Was haben wir denn heute? Ich bin total durcheinander mit den Tagen, gell? Ich bin jetzt schon 4 Wochen zu Hause und komme total durcheinander mit den Tagen. So, gehen wir darüber. Ich probiere auch gerade ein neues Stativ aus. Ich habe mir ein neues Stativ besorgt von oben, damit ich besser sehen kann auch. Ich trotzdem kontrollieren kann, was ich mache. Wir werden mal sehen, wie die Qualität des Videos wird. Ich könnte jetzt auch näher rangehen, wenn ich will. Also wir können es ja mal ausprobieren. So. Muss jetzt nur aufpassen. Und dann können die von ganz nah anstecken. Das würde natürlich auch gehen. Ich probiere das jetzt im Laufe des Videos immer mal aus. Ganz einfach, dass ich dann auch rausbekomme, wie es denn am besten aussieht. Also für mich ist diese Stellung natürlich nicht so gut, weil ich sehe nicht mehr viel. Für euch ist sie wahrscheinlich optimal, aber vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter rüber gehe. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel besser. Aber das funktioniert auch nur mit dem Handy. Diese Bilder machen mir immer noch sehr, sehr viel Freude. Und ich will auch nicht, dass ihr den Eindruck kriegt, dass ich hier Kooperationen anfange und sie da nicht mache. Ich werde es immer wieder erwähnen, ich mache sie auf jeden Fall. Das ist für mich keine Frage. Es wird nochmal zwei Kooperationen kommen. Einmal ist wieder Nucraft Day, die meine Videos ziemlich gut finden und deswegen mir eine weitere Kooperation angeboten haben. Es ist jetzt schon die dritte. Diese Bilder, also ich habe mir ein Diamond Painting und ein Kreuzschnittbild wieder rausgesucht. Das Diamond Painting werde ich auf jeden Fall machen. Zuerst mache ich erst das Diamond Painting, was ich jetzt hier habe. Und dann werde ich das Mystery-Bild machen, aber ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Also Diamond Paintings werde ich auf jeden Fall durchziehen jetzt nacheinander. Und ich werde auch immer wieder mal an den anderen Kreuzstickbildern sticken. Und vor allen Dingen, ich habe das Bild ja jetzt schon so lange in der Hand. Eigentlich könnt ihr euer Urteil selber schon fällen. Es sieht ja super aus.
Ich bin gespannt, wie es ist, wenn die Farbe da mal rausgewaschen ist. Aber da werde ich euch alle mitnehmen, wenn ich das Bild irgendwann mal fertig habe. Die Frage ist nur, wann habe ich es fertig? Weil ich ja auch noch auf dem Wips habe, ne? Das ist es halt. Aber das kriegen wir hin. Und dann machen wir das zusammen. Ich kann euch gute Nachrichten erzählen. Ich habe wieder zwei Neuanfänge. Wer hätte das anders erwartet? Und zwar habe ich die Geister angefangen mit dem Glow in the Dark Garden. Ich weiß bloß nicht, ob ich in diesem Monat dazu komme, so weit zu kommen, dass ich die Geister mit Glow in the Dark anfangen kann. Weil ich habe oben angefangen mit dem Mond und den Noten, wenn jemand noch weiß, wie das Bild aussieht. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne nochmal in den Stickjunkie reingucken. Dann kommt es ziemlich am Ende. Ich werde in den Stickjunkies jetzt Fotos einführen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie man das macht und habe da auch schon Schneideprogramm und ich werde euch auch wieder Wasser, ich werde jetzt auch Wasserzeichen in die Stickjunkies reinballern, dass ihr dann hin und her switchen könnt von Einführung bis Wips und was ich Neues habe. Bis jetzt ist nichts Neues dazu gekommen. Es kommen noch mal Stoffe. Aber die sind immer noch nicht da, weil der Glitzerstoff, den ich da haben will, immer noch nicht bei ihnen angekommen ist. Und ja, es hat ja auch noch Zeit. Es sind ja noch 2 Wochen, die ich Zeit habe. Wenn bis es neue Stick-Junkie kommt. Ja, und ich habe einen Dimensions-Kit angefangen. Und es sind die anderen Dimensions-Kits sind schon da, aber das ist alles so Stick-Junkie-mäßig, wenn ich mein Update mache. Dann werden wir das machen. Werde ich euch zeigen, welche ich mir dann besorgt habe. Und ja. Eigentlich sollte ich das da hinten drauf machen. Vielleicht funktioniert das ja. Weil ich immer merke, dass es eher da hinten ist. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe es jetzt im Stinkefänger. Also, da brauche ich das jetzt gar nicht. Siehst du? Weil ich jetzt eh runter muss. Und dann da wieder hoch. Ah, ich verliere die ganze Zeit. Ja. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht beim Zugucken hier. Das wäre echt nicht schön. Ich muss das Ding erst richtig ausprobieren, um welchen Finger ich das ranlegen muss. Und ja, das muss ich erst noch rauskriegen. Ich bewundere immer das Stickliesel, wenn die da ihre Zielvorlagen macht. Weil es ist nicht einfach vor der Kamera Zielvorlagen zu machen. Weil man will die Leute ja dann auch noch unterhalten und ein bisschen von der Welt erzählen. Ja gut, ein bisschen von sich erzählen und was die Leute so interessieren könnte fürs Hobby. Ja. Und da ist man eigentlich mit dem Kopf eigentlich eher woanders, anstatt beim Sticken. Und ja. Ich finde die Einstellung eigentlich ganz cool.
Wenn es euch auch gefällt, sagt mir doch Bescheid. Wir können aber auch wieder weiter weggehen. Dass wir jetzt weiter hochgehen. Und ich dann weiter stick. Das ist alles möglich jetzt mit den Armen. Ah, da hätte ich jetzt was unten durch müssen. So. Ja. Das ist jetzt so mein Ding, was ich jetzt so machen möchte. Also ich glaube nicht, dass diesen Monat sehr viele Sticksachen dazukommen werden. Ich habe eigentlich mal einen Kaufstopp reingelegt, aber es kommt demnächst wieder was Schönes für euch. Ich kann euch nur sagen, das hat aber jetzt eher was mit Diamond Painting zu tun und ja. Ich denke, das werde ich abfilmen und mal sehen, wann ich das hochlade. Weil das Paket kommt, glaube ich, morgen schon. Und dann werde ich das abfilmen. Ich muss auch erstmal gucken, wo ich es abfilme. Weil es ziemlich groß ist. Mal schauen, wir gucken. Aber ich denke, ich werde es eher im Wohnzimmer machen, wie hier in meinem kleinen Zimmer. Ja, am Jahreszeitenzimmer habe ich auch gearbeitet, ein bisschen. Außer am ABC-Zembler, da war ich jetzt noch gar nicht dran. Aber ich habe es auch nicht gezogen mit meinem Rädchen. Es war immer irgendwas anderes. Und daher, dass ich ja die erste Anfangszeit des Monats überhaupt kaum sitzen konnte, war das auch schwieriger, da Fortschritte zu machen. So, wir gehen jetzt einfach nochmal wieder runter, um zu gucken, was euch besser gefällt. Also ihr könnt mir da echt Kommentare gerne schreiben, was euch besser gefällt. Und dieses eher nah oder eher das weiter weg, so könnt ihr es ja schreiben. Ich finde das weiter weg besser. Ich finde das nah besser. Ja, ihr könnt ja echt gerne mit abstimmen. Es soll ja für euch am schönsten sein. Also mir ist beides angenehm, daher, dass ich weiß, was sie sticken. Oh. Ja, ist klar. Entschuldigung, jetzt ist mein Tablet losgegangen. Jetzt schauen wir mal, was ihr dazu so meint. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn ich die Kamera zwischen der Arm habe. Oh, jetzt hätte ich beinahe 2 übersprungen, seht ihr? Ja, ich habe sie immer da. Seht ihr es? Ich muss das nochmal probieren doch. Ist so komisch, weil das nicht mein Finger ist. Und dann lege ich natürlich den. Ah, ja. Ich glaube, das ist echt Gewöhnungssache da.
Das hätte ich ja eigentlich rausstechen müssen. Ja gut. Ich muss das Ding wieder ausziehen. Geh weg. Es war nicht so teuer. Ich glaube, so 90 Cent oder so hat das Ding gekostet. Ich habe es allerdings auch schon beim Costage Corner gesehen und so. Und da wollte ich es mir eigentlich auch schon bestellen. Und dann habe ich ja sowieso in Ali bestellt und habe ich gesehen, dass die das auch haben. Und deswegen habe ich es dann bei Ali bestellt, weil ich jetzt eh gerade bei Ali bestellt habe. Bei Costage Corner wäre das nur das Ding gewesen. Und dann hast du gleich 5, 6 Euro Versand. Der kostet das Ding 7 Euro. Wofür? Weil ich bestelle ja diesen Monat nicht wirklich bei Costage Corner. Ich habe es auf jeden Fall nicht vor. So, jetzt werde ich die Reihe noch mit euch fertig sticken. Also zurück noch und dann werde ich das Video auch beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zu sticken oder zu painten, je nachdem, was ihr halt macht, ne? Es kann ja sein, dass ihr auch Perlensticken macht oder so. Und mir einfach beim Plaudern zuhört. So mache ich es meistens auch. Höchstens ist was ganz Interessantes. Dann gucke ich auch zu, also so VIP-Paraden und so, da mache ich eigentlich nebenbei eigentlich gar nichts. Weil mich dann schon interessiert, was die Leute so machen. Ja, in diesem Sinne sage ich mal, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ja, lasst mir ein Like da, das wäre echt schön, da freue ich mich. Ich hoffe, ihr kriegt eure Woche schnell rum. Für mich wäre es scheiße, weil ich bin nur noch die Woche krankgeschrieben. Naja, Arztgespräch kommt am Montag, mal sehen, was der sagt. Würde ja eigentlich auch mal wieder Zeit, dass ich arbeiten gehe. Aber das hat der Arzt zu entscheiden. Ich fange auf jeden Fall nicht zu früh an. Das möchte ich nicht. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und ich weiß, ihr wisst, dass ich eine Facebook-Gruppe habe. Ich werde es unter diesem Video wieder verlinken. Also es ist immer in der Infobox. Wenn nicht gleich in der Infobox, ist es meistens ein Video weiter auf jeden Fall drin. Ich mache die Infobox eigentlich immer erst hinterher, weil ich viel mit dem Handy hochlade. Und die Infobox immer erst mit dem PC einfügen kann. Und wenn ich nicht immer an dem PC sitze, dann mache ich es halt nicht. Aber auf jeden Fall verlinke ich Ihnen meine Facebook-Gruppe hier unter diesem Video. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wer mich noch nicht kennt, hi, ich bin Katrins Kreative Welt. Ich mache Kreuzsticken, unter anderem Diamond Painting. Ihr seht ein neues Bild. Ich habe schon angefangen da. Bis ihr das wahrscheinlich seht, habe ich fast schon die Hälfte fertig. Ich bin ganz fleißig dran. Das ist das New Craft D-Bild. Ja, war mein Herbie. Und Perlensticken mache ich. Das ist ja das letzte, vorletzte Video gewesen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und macht's gut. Tschüss.